Das Schiller-Denkmal, das 1910 von Stanislaus Kauer geschaffen wurde, steht immer noch gegenüber dem Gebietsdramatheater. Unbekannt aber sind die Namen jener Künstler geblieben, die diese geheimnisvolle Zeichen entworfen haben. Man spürt einen Hauch von Mystik, der sie umschwebt. Was könnte nun hinter diesen Symbolen der Königsberger Freimaurer stecken? Laut einer Legende wurde der große russische Feldherr Alexander Suworow eben hier in die Geheimnisse der Freimaurer eingeweiht. Aber wo ist der Schlüssel für dieses magische Rätsel Königsbergs? Alles erinnert hier an die vergangene Zeit. Die steingepflasterten Straßen, schwere Gusseisenlücken. Oder eben die Brandhydranten. Oder in den Gassen der Stadt begegnet man einem paar Wunder erhaltenen alten Auto. Die Stadtplaner taten ihr Bestes, um das Leben der Stadtbürger gemütlich und komfortabel einzurichten. So ist der Bezirk Amalienau, wo sich meist die gut gestellten Einwohner niederließen, Ärzte, Professoren, Offiziere oder Architekten, in seinem ursprünglichen Zustand erhalten geblieben. Kein Haus wiederholt hier das andere. Jedes von ihnen reizt durch seine besondere architektonische Lösung. Machen Sie einen Spaziergang durch die Kutusowstraße, einst Körterallee, und Sie werden eine Stadt erleben, eine wunderbare Stadt, die einen durch ihre ewig junge Schönheit überrascht. Und wenn Sie es nun wirklich wollen, wird sich Ihnen die lebendige Seele Königsbergs entgegenöffnen. Der Stadt, wo auf eine überraschende Weise verschiedene Nationen und Kulturen zusammenleben und einander beeinflussen, wo man auf Schritt und Tritt den Atem der Zeit spürt. Das heutige Königsberg erlebt wie ein Phönixvogel erneut eine Wiedergeburt für die Zukunft.